So, jetzt haben wir ja auf dem VDBUM-Seminar viel gehört, viel gesehen über die Themen Digitalisierung, Baustelle, Baumaschine 4.0. Und jemand, der da wirklich im Thema ist, weil er aus der Praxis kommt, ist Peter Guttenberger. Peter Guttenberger ist verantwortlich bei Max Bögl für den gesamten Maschinen- und Gerätepark, was roundabout um die 70.000 sind, eine enorme Zahl. Und damit ja auch die Möglichkeit, unheimlich viel Erfahrung, viel Feedback schon aus der Praxis zu bekommen. Wie sieht es bei euch aus im Hause? Seid ihr mit Baumaschine, Baustelle 4.0 auf Kurs? Seht ihr den Bedarf bei euch und die Umsetzung? Ja, wir sehen den Bedarf bei uns. Die Umsetzung gestaltet sich natürlich etwas zögerlich, indem wir versuchen müssen, dass alle Player, die im Bauprozess tätig sind, auf Kurs bringen. Das heißt, die Entwicklungen sind angefangen vom Planer bis hin zum Baumaschinenhersteller noch nicht überall gleich vorangeschritten. Wir müssen aber letztendlich bei der Umsetzung eines Projektes alle zusammenführen, um die Ergebnisse aus diesen Vorhaben wirklich nutzen zu können. Was ist denn jetzt bei der Digitalisierung der Baumaschine? Stichwort Flottenmanagement. Seitdem ich auch in dem Thema Baumaschine drin bin, das ist ja seit 2004, selbst da war das ja schon über Ortung, Maschinenordnung, Datenauswertung. Wie weit seid ihr da mittlerweile 2017 in der Praxis? In der Praxis sieht es so aus, dass wir bei den Baumaschinen mittlerweile Betriebsdatenerfassungssysteme eingebaut haben, die wir auch in der Praxis nutzen für die Disposition, für die Information der Baustelle und dergleichen. Im Bereich Logistik sind wir einen ganz deutlichen Schritt weiter. Dort arbeiten wir im Prinzip mit integrierten Systemen, das heißt von der Auftragsannahme bis zur Abrechnung wird im Prinzip das Fahrzeug oder der logistische Prozess verfolgt, einschließlich Abrechnung des Lohnes, einschließlich Abrechnung der Transportleistung, aber auch das Auslesen des digitalen Tachografen erfolgt mittlerweile digital. Ist das ein Aufwand, den jedes, also jetzt seid ihr ja ein großes Unternehmen, ihr könnt euch es leisten, eine eigene Abteilung für diese Digitalisierungs- und Managementprozesse einzurichten. Ist das eine Sache, die vielleicht kleinere Mittelständler überfordern könnte, dieser Wechsel? Diese Revolution, die man es ja wahrscheinlich nennen kann? Denke ich nicht. Mitunter sind manche Dinge in einem großen Unternehmen schwerer umzusetzen, weil mehrere Beteiligte da sind, als dies bei einem kleinen Unternehmen der Fall ist. Ein kleines Unternehmen kann für sich und für seinen doch überschaubaren Bereich so eine Lösung mitunter auch einmal schneller umsetzen. Und im großen Unternehmen, wie schon gesagt, habe ich halt von verschiedenen Bauprozessen von verschiedenen Abteilungen eher die Schwierigkeit, die alle wieder zusammenzufassen, weil sie ja letztendlich mit dem gleichen ERP-System arbeiten. Und das macht natürlich mitunter schon auch Anstrengungen oder Schwierigkeiten. Ja, das bringt mich gerade auf eine Idee, das hört sich alles sehr spannend an. Ich glaube, ich muss euch mal einen Hausbesuch abstatten in Neumarkt, im schönen Neumarkt in der Oberpfalz. Und ich glaube, dann schaue ich mir das doch mal direkt live vor Ort an. Wäre das möglich? Ja, selbstverständlich ist das möglich. Herzlich willkommen. Also wir laden Sie gerne ein, dass Sie sich einmal in der Praxis anschauen, wie sowas funktioniert und in welchem oder auf welchem Stand wir sind und wie die einzelnen Bereiche von der Planung über den Maschineneinsatz bis zur Umsetzung auf der Baustelle zusammenwirken. Okay, in diesem Sinne, schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das mal interessieren würde, dass wir mal bei Bögl vorbeischauen und uns da mal einen Einblick verschaffen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal weiter, was wir sonst noch hier so gefunden haben. Ja, liebe Leute, das war ja ein ganz interessanter Einblick von Peter Guttenberger in den Bereich Maschinentechnik. Ich bin jetzt hier wieder in der Fachausstellung. Hier ist gerade Kaffeepause. Das heißt, wir haben jetzt die Gelegenheit, mal ein paar Besucher hier zu befragen nach ihren Eindrücken. Also kommt mal mit. So, Thema Baustelle 4.0, Digitalisierung. Wie seid ihr da bei MOBA unterwegs? Wir rüsten die Maschinen mit der Sensorik auf, um die relevanten Daten an der Maschine zu erfassen, um sie in Echtzeit anzuzeigen. Ein großer Schritt in der Digitalisierung ist, dass ich an der Baumaschine bereits erkennen kann, was ich sehe. Und da sind wir aktiv.
Ja, wir sind mit dem Thema natürlich auch sehr stark beschäftigt. Heißt, wir bieten auch die Schnittstelle an unseren Maschinen an, bieten natürlich auch eigene Systeme an, heißt GPS-gestützte Systeme, die aber auch wieder offen sind für Systeme, beispielsweise Receiver von Topcon. Wir haben unsere komplett eigene Lösung BCM-Netzsystem, heißt die Vernetzung von Walzen, was bei uns ein Thema ist, vor allem im Bereich von den Asphaltmaschinen, und nehmen uns der Thematik auch ganz klar an. Wir sind das ja am Anfang. Im Prinzip, wir starten da gerade erst rein und ich sag mal, da ist viel zu tun. Was war für Sie ein Highlight auf dem Seminar? Der letzte Vortrag über den Fast Fendt Vario im Radlader verbaut. Ja. Das leistungsverzeugte Antrieb bei Liebherr, das war für mich gut und interessant. Die neue Stufe 5 Emission für die Dieselmotoren und auch neue Richtlinien für Elektrikanlagen auf Baustellen. Ja, die allgemeine Veranstaltung, die Abendveranstaltung, das war sehr nett. Also ich sag mal, die wichtigsten Themen sind, denke ich, die Digitalisierung gewesen, und die verschiedenen Vortragsreihen davon waren für mich das Highlight auf dem Seminar. Eindruck ist sehr gut, ja, sehr interessant die Veranstaltung, auch die Fachvorträge waren sehr informativ, sehr aufschlussreich gewesen und natürlich auch sehr viele Kontakte und Leute kennengelernt. Also absolut gelungene Veranstaltung, und ich werde auf jeden Fall wiederkommen.